So, den Park hätte ich jetzt gerne mal hier vorne. Frank, bitte. Danke. Ja, ich bin der Frank. Ich wollte nur mal nochmal darauf hinweisen, also auf eine Thematik hinweisen, die hat vielleicht mit Frieden zu tun, mit Frieden in Betrieben oder mit Unfrieden nach und nach. Also es gibt ja immer mehr befristete Arbeitsverhältnisse. Ich arbeite bei der Post, dort gibt es inzwischen schon über 20% befristete Arbeitsverhältnisse. Die sind durch die Regierung, welche auch immer an der Macht ist, wird weiter vorangeschritten sozusagen. 20% prekäre Arbeitsverhältnisse, ich finde, das ist in einer Demokratie eine große Sauerei, denn wir wissen ja wohl, oder wir können uns zumindest alle vorstellen, dass solche Arbeitsverhältnisse auf übelste Art und Weise ausgenutzt werden von den Vorgesetzten. Macht mehr Arbeit, macht mehr Überstunden, vielleicht kriegt ihr dann mal einen Festvertrag, vielleicht auch nicht, das sagen sie nicht. Also es wäre ganz schön, wenn hier sämtliche, die es auch mal hören, ihre Politiker auch mal ansprechen und ihnen mal sagen, ihr möget doch bitte schön an diesen Dingen wieder etwas zurückdrehen, dass den großen Unternehmen in Deutschland es nicht mehr möglich sein möge, solche Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Ja? Das ist wirklich ein großes Problem, hat auch etwas mit Unfrieden zu tun insgesamt. Also ich weiß wirklich nicht, weil wir sind inzwischen schon bei 20% angefangen, bald sind wir bei 30, bald sind wir bei 40 und spätestens wenn man bei 40-50% angelangt ist, wird wahrscheinlich dann so ein Arbeitgeber auf die Idee kommen, Mensch, jetzt können wir alle Festen in Befristete umwandeln. Also seid euch, die ihr dort hinten sitzt und Kaffee trinkt, euer nicht zu sicher, sondern macht lieber, steht lieber jetzt auch auf, genau wie wir hier aufgestanden sind, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir noch lange in Frieden leben werden, wenn eben halt es nur noch ums Geld geht. Wenn es ums Geld geht, das sehe ich immer wieder, ne, diese ganzen Prunkpaläste hier, oder das hat alles nichts wirklich mit Lebensweise zu tun. Die Natur wird abgebaut und spätestens wenn wir nichts mehr zu fressen haben, dann wird es wirklich eng. Also aufstehen, ruhig mal ein bisschen aufstehen, friedlich demonstrieren, wie wir das hier machen. Schöne Lieder singen, ich danke ihm nochmal für die tolle Stimme. Ja, also echt toll. Und ich danke für die Organisatoren, die hier so unheimlich viel auf die Beine stellen. Und ich wünsche mir natürlich, dass jetzt immer mehr Leute hier rankommen und diese Sache erkennen, dass es wirklich Sinn macht, auf die Straße zu gehen. So.